Deactivated! Wenn ich jetzt rausgehe, ist hoffentlich nicht weg. Der hier war es in der Mitte unten. Nicht so stark, aber ich hoffe, ich habe dann die besseren Trainingsmöglichkeiten danach. Ich rede hier von rechts links an. Hey Kid, was denkst du, was du hier machst? Du wirst den Kampf nicht lange überleben mit deinen paar mickrigen Pokémon. Ich sag dir, Elektro-Pokémon haben mich während des Krieges gerettet. Die haben meine Gegner einfach in Paralyse gesappt und das gleich werde ich mit dir machen. Okay. Ich weiß nicht, welches Level die sind, ne? Schaufel. Self-Destruct. Aua. Ja, ich kann mit Self-Destruct anfangen, ist scheiße. Sternschauer. Durch Untergrund. Ah, nicht Double Team. Das ist doch kacke. So, du bist tot. Jetzt bin ich aber paralysiert. Ich meine, ich war eh nicht als erstes dran. Der macht doch wieder Self-Destruct, oder? Sonic Boom. Paralysiert. Oh, fuck. Dann bin ich wahrscheinlich tot, wenn ich nochmal macht. Ja. Nee, in Untergrund. Spark hat. Voll paralysiert. Ach, shit. Du bist jetzt einfach nur. Damit ich Sandern heilen kann. Items. Potion. Item. Das hat Orangberry, 10 HP, ist Quatsch. Nehmen das Tafelwasser. Wo ist denn das Tafelwasser? Das ist ein Paralyseheiler auf den. Das ist der erste. Wichtig. Hier, Bodenattacken zeigt. Super fies. Potion. Ist halt echt nicht viel. Super effektiv. Du bist sogar noch dran. Du lebst ja noch. Hier, frisches Wasser. Ich habe einen Übertrank. Hier soll ich vielleicht danach benutzen. Jetzt lohnt es nicht mehr so richtig. Super effektiv. Okay. Hier. Sandgrab. Das ist nicht sehr effektiv. Sehr schön. Sandkraft verfehlt. Ach komm. Du bist zum Glück noch am Rollen, ey. Sehr schön. Sandkraft wird getroffen. Nochmal Sandkraft. Sonic Boom. Hat verfehlt. Yes! So. Raichu. 11.000 XP. Holy moly. Sandkraft. Okay, das war jetzt ein Heuler oder sowas. Ist zum Glück nicht so schlimm. Noch ein Sandgrab. Warum bist du? Warum bist du? Warum hast du dich runtergebuddelt? Holy fuck. Toll. Und mein Schaufler geht daneben. Ja, fuck my life. So, du kannst vielleicht sogar noch vergiften. Dann kommt ich zumindest eine ganze Weile aushalten. Oh, bin nicht sicher, ob das so schlau ist. Hypertrank. So, bist wieder voll. Aua. Oh, Mega Drain. Kommen wir noch dazu? Anscheinend nicht. Das war jetzt genau. Aber es ist vergiftet. Ha! So. Ah, das ist schon das letzte Pokémon. Sehr schön. Ich weiß nicht, was Gyroball ist. 12.000 XP, Level 34, Alter. Holy moly. Was ist ein Gyroball? Ich hab's übrigens geschafft, auf ersten Anhieb. Mega nice. Nope. Das ist schockiert. Du bist echt ein guter Typ, Kindchen. Hier. Da hast du die Donner, den Donnerorden. Du bist echt ein spezielles Kind. Ich denke, du hast echt gute Chancen, in der Pokémon-Liga aufzusteigen, wenn du dich so weiter anstrengst.
Dein nächstes Ziel ist Celadon City Gym. Du wirst durch Route 9 gehen müssen, Ost von Cerulean City. Dann südlich durch den Felstunnel zu Lavendel. Nach Lavendelstadt. Und dann wirst du es schon finden, wenn du von da aus nach Westen läufst. Bring dein Pokémon Blitz bei. Oder bring ein Pokémon mit, das Blitz kann. Vertrau mir, du wirst es brauchen. Ich habe gehört, dass jemand auf Route 2 neuen Trainer Blitz gibt. Okay, das ist also der Typ, den ich schon gemeint habe. So, Gyroball. Was macht Gyroball? User tackles the target with a high speed spin. The slower the user compared to the target, the greater the move's power. Aha. Das ist was für langsame Pokémon. Das ist eine Stahlattacke. Das ist eine Stahlattacke. Das Einzige, was ich dafür verlernen würde, wäre Schlitzer, weil Kopfnuss brauche ich für die Bäume. Gyroball verursacht Schaden und hat eine variable Stärke, die von der Initiative der Kampfteilnehmer abhängt. Sie ist stärker, je langsamer der Anwender im Vergleich zum Ziel ist. Die Stärke kann anhand dieser Form berechnet werden. Stärke ist 25 mal Initiative des Gegners durch Initiative des Anwenders. Maximalstärke dieser Taktik bei 150. Hier sind die Werte. Du bist nicht so wahnsinnig schnell, ne? 42er Speed. Du hast einen 62er Speed. Mein Pikachu verglichen mit dem Sandarm. Er ist jetzt 62 durch 42. Ist also irgendwie 1,5 ungefähr. Das heißt, ich hätte irgendwie 13 an Stärke. Nee, will ich glaube ich nicht lernen. Nee, will ich nicht lernen. Will ich wirklich nicht lernen. So. Sehr schön. Haben wir es direkt geschafft. So, jetzt soll ich mit dem Typen reden. Hey, ich habe gesehen, du hast Leutnant Surge besiegt. Ich gebe dir TM24, Donnerschock. Glaube ich, ne? Nee. Donnerblitz. Als Zeichen deines Sieges. Willst du 1 für 3000 oder 5 für 12.000? Ich kann 1 erstmal. Der Typ nimmt dein Geld und gibt dir eine TM24. Tschüss, viel Spaß. Okay. Ich könnte jetzt also mein Pikachu damit eine stärkere Elektroattacke beibringen. Ich muss halt zwei andere Pokémon opfern, damit ich meinen Sandan wieder hochhalten konnte. Die Schaufler können es halt echt fies. Hallo, willkommen zurück. Möchtest du heilen? Ja, dankeschön. So, wir gucken mal kurz. Happy 4. Ist immer noch. Das geht wieder runter. Oh. Krass. Achso, weil du gestorben bist, ne? Nee, logisch geht's wieder runter. Ist auf jeden Fall. Backpack. TM24, Pikachu und vergiss dafür Elektroball? Ja, Elektroball ist mal. So. Zack. Stärkste ganz oben hin. Und mach mal noch stärker. So. Jetzt muss ich wieder hoch durch den Tunnel. Wieder bis da drüber, wo ich vorhin schon war. Und dann kann ich in den Felstunnel gehen, der hier rechts ist von der Stadt, wo ich jetzt hinlaufe. Und ich muss dabei dich mal ein bisschen trainieren, irgendwie, wenn ich es finde. Wenn ich da ein paar Gegner finde. Neue Aufgaben von Officer Johnny? Und sind es immer die gleichen? Und habe ich die schon immer Jetzt, da du ein Pokémon mit Kopfnuss hast, möchte ich, dass du etwas für mich tust. Kannst du mir ein Seedot bringen? Okay, alles klar. Die Pokémon sind ziemlich selten und können aus Bäumen geholt werden. Ich glaube, ich habe schon eins. Ich habe doch, wie wild, schon mit meinem Kopf gegen, oder den Kopf dagegen schlagen lassen, hast du gesagt. C-Dot. Kann ich aber nach Dot suchen? Es wird bei Name. Dot.
Sword by Name, Snubble, Spinarak, Zubats, Duellen. Guten Abend, Pinkiller. Da, hab ich's doch. Herzlich willkommen zurück. Du hast gerade verpasst, wie ich meine dritte Arena gemacht habe. Dich soll ich mal der guten Dame bringen. Ups. Gerade meine dritte Arena gemacht und will mir jetzt gerade Blitz holen. Zeig mir Seedot. Da. Oh, du hast wirklich Seedot gefangen. Pokémon sind tolle Kreaturen, oder? Danke, dass du mir das gezeigt hast. Hier ist deine Belohnung, wie versprochen. 9000. Huiuiuiui. Du hast jede... Okay, du hast... Ah, okay, deswegen, ich hatte noch nicht abgeschlossen. Deswegen konnte ich in der dritten Stadt, hier in der Donnerstadt, dann noch nicht die Aufträge machen. Das erklärt's. So, jetzt will ich aber natürlich meins wieder haben. Pikachu, hier ist Seedot, du fliegst raus und Pikachu kommt zurück. So. So. Und du gibst mir jetzt Blitz. Audi, wie geht's deinem Abenteuer voran? Hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja. Professor Eiche möchte mir das, möchte ich dir diese HM geben. HM05, Blitz. Dankeschön. So, die kann ich jetzt direkt mal beibringen, denn das kann eh, glaube ich, nur ein Pikachu lernen. Kannst du Blitz lernen? Du kannst Blitz lernen? Dann lernst du jetzt Blitz. Mein Pikachu kann so schön viele Sachen. Warum ein Pflanzen-Pokémon auch immer Blitz lernen kann, ja? Das ist hier sehr flexibel gehalten mit den mit dem Attackenlernen und den Typzugehörigkeiten. So. Ja, wir könnten hier eine Abkürzung haben. Möchtest du sie benutzen? Ja. Und ich möchte mit Sandander durch. Brrrr. Durchgebohrt. Ich kann mit euch, glaube ich, noch reden, um zu trainieren. Komm mal her. Mein Freund hat echt süße Pokémon. Ich bin so neidisch. Ja, bei deinen Pokémon kann ich das verstehen. Da wäre ich auch neidisch auf meinen Freund. Pursuit. Life Leech. Ist noch Keks. Pursuit. Leech Life. Das zieht ganz schön viel Leben zurück. So, Change. Och komm. Och komm. Och komm. Du bist doch doof. Wo ist Pikachu? Hier, du kriegst jetzt Funkenschlag. Paralysiert, Funkenschlag und ist tot. Super effektiv. Seismiktos? Kriegt das irgendwas gegen Käfer-Pokémon? Ein bisschen. Könnte tot machen. Venoshock. Was denn Venoshock schon wieder? Ich kann doch die ganzen englischen Namen nicht. Giftschock. Okay, ich glaube, die Attacke kenne ich generell nicht. Strange Target in a Special Poisonous Liquid. Okay, du. Der Nutzer ertränkt oder bedeckt den, das Ziel mit einem speziellen giftigen Flüssigkeit. Die Angriffskraft ist verdoppelt, wenn das Ziel bereits vergiftet ist. Okay. Interessant. Leider habe ich mit Bibo nicht so eine gute Giftvariante, also um dir zuverlässig Gift zu geben. Bist du der Freund? Ich hatte dieses Gefühl, ich wusste, ich würde kämpfen müssen. Das sind süße Pokémon für dich? Wenn das dein Freund ist, hast du aber ein ganz schönes Problem, was süße Pokémon darstellen sollen, ja? Okay, da ist mein Defense gesenkt. Und dafür ist er tot. 1400 XP. Mach es mal Venoshock, wenn wir probieren, wie es ist. Pretty good hit. Not very effective, Alter. Weißt du, wie viel Damage das gerade gemacht hat? Dafür, dass es not very effective ist, ist es vollkommen okay, ja? Holy shit! Alter, Venoshock, steht dabei, wie stark das ist? Power 65 ist halt echt viel schon. Dann guck hier, 25, 15 und 40.
Venoshock Power 65. Holy Love. Da freue ich mich doch. Also erst Bibo lernt dann was. Lernt dann wieder mehr Sachen. So, jetzt mal hier im neuen Bereich. Mal sehen, was wir hier für Gegner treffen. Kuckuck, Picknicker. Ballpicknickerin Alicia. Hä? Ich sehe, du hast den Donnerorden. Möchtest du ausprobieren, ob du es wert bist? Komische Frage. Okay, du bist Pflanzegift. Was mache ich gegen dich? Gift nicht. Wie wär's mit einem Dunkelheitsangriff? Ist okay. Das ist nicht effektiv, weil das ist nämlich ein Giftangriff. Eine Pflanze dürfte gegen Biber auch nicht effektiv sein. Sehr schön. Dann kann ich ja Biber ein bisschen hochziehen. Gib mir mal her. So, das Pokémon, 2200 XP, hier noch ein Dunkelheitsangriff. Jupp. Oh, hier festgehalten. Aber ich bin doch ein fliegendes Etwas. Wie kannst du mich festhalten? So. Sieg, Dankeschön. Nochmal 2000 Erfahrungspunkte, das geht super. Das geht super. Giftpuder hat natürlich auch keinen großen Effekt auf ein Gift-Pokémon. Das ist nochmal der Giftangriff, der wieder keinen großen Effekt hat. Es ist echt angenehm. Gehe ich da durch die Buddha. Ich meine, die sind auch 5 Level unter mir. Das verstehe ich nicht so ganz, warum die Arenen so extrem hohe Level brauchen und dann gehst du auf das, was sich sozusagen danach freischaltet. Und da ändert sich nicht viel am Level zu dem, was du vor der Arena gemacht hast, von den Gegnern her. Wow, du bist stark! Das ist. So, da geht's erstmal hin. Das gibt's noch. Komm her. Max Potion. Die heilt wohl immer bis zum Maximum.